Hallo und herzlich willkommen zu Shun Ninjas Let's Plays. Wir befinden uns in Spore und sind auch schon in der Kolonisationsphase angekommen. Und ich habe hier den ganzen Planeten eingenommen, wie wir sehen können. Alle Städte gehören mir, alle Bohrtürme gehören mir. Habe hier meine Armee versammelt. Und wir sind jetzt bereit, in die Weltraumphase aufzusteigen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. So, hier sehen wir nochmal unsere Statistik, wann ich welchen Gegner eingenommen habe. Welche Sachen ich bekommen habe. Ich war in allen Phasen militärisch. Ich habe es sogar gesehen. Komme ich hier nochmal zurück? Nee, gerade nicht mehr. Ich habe ja immer diese Bombe benutzt. Mächtige Bombe. Ach, halt, das ist die falsche Phase. Auf jeden Fall eben hier diese eine Bombe, mit der ich dann auch zum Schluss die ganzen Städte nuklear verseucht habe. Es gab auch irgendwie eine Bombe, die habe ich aber nie benutzt, die hat 12.000 gekostet, die alle Städte zerstört. Ist ja bestimmt auch lustig geworden. Natürlich für den Planeten und den Stadt gesehen nicht, aber naja. Der kam hinten wieder raus, der eine. Da unten. Grafikbug. So, Raumschiffphase. Ach komm, ich mache mir ein fliegendes Schiff im wahrsten Sinne. Nee, hoch soll es nicht sein. Sieht aus wie ein Schuh, ein Damenschuh. So, was haben wir denn hier? Cockpit, Weltraum, Land, Wasser, Luft, Waffen, okay. Cockpit. Welche hatte ich gerade? Ich habe das genommen. Das sieht ja doof aus. Was passt denn hier mal am besten drauf? Irgendwie gefällt mir das nicht. Haben wir noch ein anderes Unterteil? Ich würde am liebsten ganz so eine Enterprise bauen. Ein Raumsauger. So, na dann, aber scheiß drauf, ich will hier einfach nur in die nächste Phase. Ein Arm. Dann hau ich mir hier mal irgendwas drauf. Das sieht doof aus. So, das vielleicht noch ein Stück höher. Perfekt. Dann Land. Bodenteile brauche ich ja jetzt nicht. Ein Blasflügel. Obwohl, das hat eigentlich was. Nee, sollte gerade sein. Sieht so aus wie die X-Wings ein bisschen. Ach, cool. So, dann kann hier noch eine Antenne drauf oder irgendwas. Harte Landung, was soll das denn sein? Tuck zu weit. So. Eigentlich bräuchte ich vorne noch irgendeine coole Spitze. Was soll das denn sein? Langstreckensensoren.
Na gut, nicht ganz so groß. Lenkschub? Alter, das ist natürlich fett. Das mache ich mir hinten dran. Ist es verschwunden? Wo kann ich es mir? Doch, da. Kann ich es nicht drehen? Das ist natürlich doof. Ich hätte es gerne hinten dran gehabt. Passt es vorne dran? Sieht aus wie ein fliegender Flammenwerfer vorne. Egal, was haben wir denn hier? Effekt, Waffen. Das Raumschiff hat doch überhaupt keine Werte, so wie es aussieht. Es ist rein optisch. Lautsprecher. Kometenzerstreuer. Alter Falter. Weltraummodulator. Bäm. Und ein Triton. Tritonstrahl. Soll das ein Traktorstrahl sein? Traktorstrahl kann eigentlich auch hinten ran. Bam. Normandie. Passt zwar nicht, aber egal. Na dann ab in die nächste Phase. So hässlich. Und ich habe schon wieder vergessen, es einzufärben. Die haben es nur gebaut. Achso. Und Abflug. Du hast erfolgreich ein Schiff für den Weltraumflug entwickelt. Der Himmel winkt, der Kosmos wartet, das Universum ist dir untertan. Vorausgesetzt, du lernst, wie man dieses Ding fliegt. Gib deinem Kapitän einen Namen. Shoninja. Willkommen zum Höhepunkt der Existenz. Unendliche Weiten, der wilde Westen von allen. Der wildeste Westen von allen. Der Weltraum. Du kontrollierst das Schiff und bringst deine Rasse damit von einer planetengebundenen Zivilisation bis zum gewaltigen galaktischen Reich. Mal sehen, wie du vorankommst. Sternmann, erobere in der Zivilisationsphase alle anderen Städte und starte dein erstes Weltraumabenteuer. Diese Leiste zeigt den Fortschritt an. Oha, ist ja ganz neu. Dieser Videokommunikator ist dein Kontakt zu den Planetenbewohnern. Du musst in der Umlaufbahn des Planeten sein, um die Verbindung zu aktivieren. Ein Blinksignal zeigt eingehende Signale an. Glückwunsch, Kadett. Ist das nicht ein Schmuckerflitzer? Wir schauen zwar immer noch nach neuen Teilen. Wir schrauben zwar immer noch an neuen Teilen an dein Schiff, aber es ist für die Reise ins All schon so gut wie einsatzfähig. Bist du schon mal mit deinem Raumschiff geflogen? Nein. Hm. Naja, es geht doch nichts über einen Testflug, wenn die gesamte Bevölkerung der Ham vom Planeten Lai auszieht. Was meinst du? Bist du bereit, dir deine Kapitänsplakette zu verdienen? So ist recht. Jede Stadt auf dem Planeten Lai hat eine riesige Kugel gen Himmel geschossen, um unsere ersten Raumschiffgebühren zu feiern. Wirklich. Die kannst du nicht übersehen. Fliege mit dem Schiff einmal um den Planeten herum zu 7 unserer Städte. Fliege durch die Kugel, um sie zu zerstören. Sobald du fertig bist, bekommst du eine weitere Anweisung. Deine Ziele stehen links, ja. Tagebuch mit L, das ist neu. Ah, fliegen mit rechts, okay. Mit dem Aussaat kann ich... Ach, das ist Flughöhe, okay. So, L wollte ich gerade mal angucken. Plaketten durch Aktionen, Abenteuer im All. Schalte neue Werkzeuge frei, die du dann kaufen kannst. Außerdem steigt dein Rang. Du erhältst neue Titel und neue Fähigkeiten.
einige Werkzeuge werden verbraucht und müssen regelmäßig erneut werden. Andere bleiben dauerhaft erhalten. Dadurch verbrauchst du aber unter Umständen Energie. Na dann. So, einfach gegenfliegen. Ich hoffe mal, die Höhe ist bei allen gleich. Lässt sich schön schnell agieren. Rückwärtsgang. So, damit habe ich alle Kugeln. Kommunikator. Gut gemacht, Kadett. So wie du fliegst, bist du im Handumdrehen, Kapitän. Was soll ich als nächstes tun? Da du jetzt ein Fliegerass bist, kannst du endlich die großartigen Werkzeuge einsetzen, die wir für den Raumschiff erfunden haben. Wir haben schon länger daran gearbeitet, die Pflanzen und die Tiere scannen zu können, die du auf deinen Reisen entdeckst. Sieht aus, als wäre das Werkzeug genau zur rechten Zeit fertig geworden. Der Spore-PD-Eintrag eines unserer eigenen Tiere hätte kürzlich genau zu dem Zeitpunkt einen Fehler, als das Tier eigentümliche Symptome aufzuweisen begann. Du musst das Tier scannen, damit wir mehr Informationen über die Spezies erhalten. Ich bin bereit. Die fragliche Kreatur ist von einem seltsamen Leuchten umgeben. Dein Schiff ist mit einem Radarwerkzeug ausgerüstet, das im Hauptwerkzeugsmenü, hier wahrscheinlich, genau, Scan, ein- und ausgeschaltet werden kann. Es zeigt auf der Planetenoberfläche Missionsziele und interessante Objekte an. Das Radar piept schneller, wenn du einem Ziel näher kommst. Wähle das Scannerwerkzeug aus deinem Hauptwerkzeugsmenü. Dein aktives Werkzeug wird in deinem Raumschiff-Porträt angezeigt. Möchtest du ein weiteres Werkzeug ausführen, drücke die Escape-Taste. Deswegen sind wir am Anfang die Raumschiffe hier rumgeflogen. Warum springen die gerade so rum? Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler sind ganz begierig darauf, die Daten zu analysieren. Schockschwere Not, deine Information durch das Scannen war wirklich wichtig. Wir wissen jetzt, dass wir diese Spezies genau untersuchen müssen. Dein Schiff hat ein Entführungsstrahl, den du im Frachtmenü findest. Sammle dieses Werkzeug ein und Exemplar ein und bringe es uns. Setze deinen Entführungsstrahl im Frachtmenü ein, um diese Kreatur zu weiteren Untersuchungen zu beschaffen. Du musst den Strahl aktiv halten, bis die Kreatur vollständig im Frachtraum des Schiffs angekommen ist. Unterbrichst du zu früh, kann es zu wenig wünschenswerten Ergebnissen für das Opfer führen. Für das Exemplar. Das Frachtmenü. Oh, hier gibt's ja ganz schön viele Menüs. Das ist dein Frachtmenü. Wähle deinen Entführungsstrahl aus, klicke dann auf deine Pflanze oder ein Tier und ziehe das Objekt mit gedrückter Maustaste in deinen Frachtraum. Möchtest du etwas ausladen, wähle es im Frachtraum aus und bewege es mit gedrückter Maustaste auf die Planetenoberfläche. So, aber erstmal speichern wieder. Ich kann gerade nicht speichern.